Hier ist er wieder, Ihr Geisterfahrer Silvano Tujach. Wir schreiben heute den 21. Mai 2020 und heute geht es um die unglaublichsten Bauwerke, die die Menschheit und die Welt jemals gesehen hat. Sie denken jetzt vielleicht an den Taj Mahal in Indien, Notre Dame oder an die Pyramiden. Ja, die haben schon was für sich, aber das unglaublichste Bauwerk, das jemals auf der ganzen Welt gebaut worden ist, steht und befindet sich in Augsburg. Also, wenn Sie mal von der Kreuzung beim Spektrum Richtung Neuses fahren, dann kommt auf der rechten Seite ein Ärztehaus und vor diesem Ärztehaus sind so 200 Quadratmeter und diese 200 Quadratmeter wurden jetzt in 4 Jahren Arbeitszeit jeden Tag zig, 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 zig Arbeiter, die konnte man gar nicht mehr zählen, und Baumaschinen jeden Tag hergestellt wurde. Das heißt, man hat das gepflastert, ja, 4 Jahre Arbeitszeit. Also ich habe mich erkundigt bei den Ärzten, die haben mir gesagt, Auftraggeber ist die Stadt Augsburg, dieser Pflasterung, und gekostet hat es bei 4 Jahren Arbeitszeit, können Sie sich vorstellen, das geht in die zig Millionen, das kann man überhaupt gar nicht mehr beschreiben. Und zuletzt waren ja immerhin nur so 4, 5 Arbeiter da und immer 5 mit Anzug, also aus den Ämtern, die das dann beaufsichtigt haben. Und ein Freund von mir, der hier in einem Amt arbeitet in Augsburg, hat gesagt, so ein Bauwerk von der Stadt Augsburg geht allein durch 35 Dienststellen. Allein dieser Weg durch 35 Dienststellen kostet zig Millionen an bürokratischem Arbeitsaufwand. Und jetzt hat man dann zum krönenden Abschluss, Sie sehen es vielleicht im Hintergrund, noch ein paar so farbige Schuhkarton hingestellt. Jetzt ist es endlich fertig und ich kann nur sagen, dieses Bauwerk, ja, das Sie hier sehen, ja, das hätten die Amerikaner an 2 Tagen gemacht und die Chinesen, obwohl ich sie sonst nicht so mag, an einem Tag. Mir fällt da nur ein, dass der Franz Josef Strauß vor vielen Jahren mal gesagt hat, eher legt sich ein Hund einen Wurstvorrat an, als dass ein Sozi sparen kann. Recht hat er gehabt, der Franz Josef Strauß. Nur in einem hat er nicht recht gehabt, dass die CSU und die CDU genauso wenig sparen kann wie die Sozis. Und ich denke mir, vielleicht kommt jetzt nach Corona die Zeit, in der der Staat, aber auch die Gemeinden und die Kommunen endlich wie jeder andere Bundesbürger das Sparen lernt und lernen muss. Wäre eine tolle Geschichte. Dankeschön.